Leute, wir sind zurück bei Kirby und das Vergessene Land. Im letzten Part haben wir, ich glaube, Labor Vergas abgeschlossen. Wir haben einiges aufgerüstet. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Das hat ganz schön lange gedauert. Wir haben jetzt 20.815 Münzen. In diesem Part werden wir uns nur, den Dingern hier widmen. Wir werden die hier voll machen in diesem Part. Überraschungsautomaten-Gang. Wir werden die Sammlung mit allem voll machen, was wir so kriegen können. Es ist noch relativ viel. Das werden wir in diesem Part machen. Ultimativ Z-Turnier müssen wir hierfür meistern. Alle Filme im Waddle-Dee-Kino freischalten. Und ja, das ultimative Z komplett gemeistert. Ach so, ich kriege zwei Figuren dafür. Ja, alles klar. Und hier haben wir noch eine Figur, die wir nur durch irgendwas freischalten. Auch nur ultimatives Turnier Z. Okay, dann wollen wir mal. So, dann drehen wir den Knauf. Mal schauen, wie lange das dauert, bis wir hier die letzten neuen Figuren kriegen. Den hatten wir leider schon. Den hatten wir leider auch schon. Die Mandarine, die hatten wir noch nicht. Die Wassermelone auch noch nicht. Sehr nice, geht voran. Den hatten wir schon. Die Kirsche hatten wir auch noch nicht, sehr geil. Kann man machen. Und das Pfeilschild hatten wir auch noch nicht. Aber noch haben wir nicht alle. Das wird uns angezeigt werden. Die Bonusblume hatten wir auch noch nicht. Wir haben immer noch nicht alle. Feuer-Kirby hatten wir schon. Die Sternenmünze. Alter, immer noch nicht alle. Wassermelone hatten wir eben gerade erst gezogen. Spinde hatten wir auch schon. Grüne Sternmünze. Alter, wie viele gibt's denn hier noch? Zielscheibe hatten wir schon. Das hatten wir auch schon, dieses Horline GmbH-Schild. Ja, Leute, wenn ihr diesen Part guckt, rote Sternmünze hatten wir auch noch nicht. Geil. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Schreibt mal in die Kommentare. Wie gesagt, das wird hier ein sehr unspektakulärer Part, würde ich jetzt sagen. Tulpe. Hatten wir auch noch nicht. Oh, jetzt haben wir alle. Hm, hier gibt es nichts mehr zu holen. Wurde uns gerade angezeigt. Gut. Das können wir jetzt auch hier sehen. Alle voll. So, jetzt. Nein, nein, nicht zum Roten. Zum Roten kommen wir erst fast ganz als letztes. So, jetzt gehen wir zum Grünen. So, perfekt. Die Sandskulptur hatten wir noch nicht. Nein, 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 ich will den Knauf drehen, natürlich. Die blühende Blume. Verirrte Entchen hatten wir schon, das ist aber schade. So, noch mehr. Zorniger Paradewagen, den hatten wir noch nicht. Dosenlimo. Geil. Wolf. Los, Kirby, die Milchflasche. Ja, die schmeckt Kirby ganz besonders. Gigakanon, Kanonor. Kugelblitz-Kirby hatten wir schon. Sonst wäre er ja neu. Squishy, oh. Squishy, squishy. So, Glühbirnstopfer-Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nur noch mit Glühbirnen vollstopfen. Dank leuchtender Futterluke kann Kirby Licht ins Dunkel bringen. Nur das Laufen fällt ihm so etwas schwer. Also heißt es leuchten, Weg einprägen und dann weiter im Dunkeln. Okay. Oh, Mümli und Mümlor. Der Kleine, das ist Mümli und der Große heißt Mümlor. Doch das niedliche Aussehen täuscht, denn wenn sie zum Sprung ansetzen, sollte man lieber schnell das Weite suchen. Ihr weiches Fell lädt zum Streicheln ein, doch berührst du ihre Puschel, gibt's was auf die Löffel. Deine, nicht ihre. Okay, gut zu wissen. Klopf, klopf, Nuss hatten wir schon. Die Glühbirne an sich auch. Rennflitzer, den hatten wir noch nicht. Geil. Schokolade. Schokolade. Oh, den hatten wir schon. Wutwedel Tropic Woods. Oh, kolossales Schwert. Dieses Schwert ist wahrhaft kolossal. In Schildform dient es auch perfekt zur Verteidigung. Wehre damit Angriffe ab und hol anschließend zum Gegenschlag aus. Trombino.
Spuckwatt. Ja, die neuen Figuren fliegen hier einfach rein. Portion Takoyaki. Geil. Nein, ich will weitermachen. Donut. Bohrer. Grabe dich mit deinem Bohrer tief in den Untergrund, um Angriffen auszuweichen und unbemerkt in verbotene Bereiche vorzudringen. So, da haben wir Makaron. Alien-Überraschung. Getriebering. Den hatten wir eben gerade erst gezogen. Meine Güte. Fugini. Hammer. Ein robuster Hammer mit hoher Angriffskraft, jedoch geringer Reichweite. Macht kurzen Prozess mit Gegnern um Pfosten und wird durch Aufladen zum mächtigen Feuerzorn. Krimskrams-Igel. Eine echte Spitzenwaffe, im wahrsten Sinne des Wortes. Roll durch die Gegend, lass den Knopf los und schleudere den spitzen Krimskrams mit voller Wucht von dir weg. Autsch. Gut, wilder Bonkers hatten wir schon. Vulkanfeuer. Kavum, zisch. Dieser Vulkan hat es in sich. Nutze geothermale Kraft, um Lava auf Gegner zu spucken und sie wegzubrutzeln. Aber steck nicht gleich alles in Brand. Nee, das machen wir schon nicht. Torte. Achterbahnstopfer Kirby. Kirby erhält Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nur mit Achterbahnwagen vollstopfen. So kann Kirby Schienen entlang düsen und sich zum Ausweichen nach links und rechts neigen. Bügel schließen und festhalten. Das Raumschiff Vundaria ist bereit zum Abheben. Ja, das ist aber lieb. Das ist aber lieb, dass das Raumschiff bereit zum Abheben ist. So, Saftbecher. Pfosten. Konserve. Geil. Hier haben wir wieder Spuckwatt. Kürbis. Gut, Schokolade. Sandskulptur. Jetzt kommen wir so langsam Becher Popcorn. So langsam ans Ende des Dings jetzt, weil sich die Dinger immer mehr wiederholen. Da merkt ihr das, dass ihr schon relativ viele Figuren jetzt habt. Bombo Maestro. Bombo Maestro liebt Kunststückchen. Doch woher er sie gelernt hat, bleibt ein Rätsel. Vielleicht ist es ja ein angeborenes Talent. Wie dem auch sei, vor seinem Ball sollte man sich lieber in Acht nehmen oder ihn besser gleich einsaugen und so die Spezialpower Bombe erhalten. Squishy haben wir jetzt schon dreimal, jetzt glaube ich viermal, oder? Ernsthaft, die Milchflasche schon wieder. Boot. Chakram-Bumerang. Zwei Chakrams zum Preis von einem? Toll! Die Chakrams haben einen großen Radius und fegen alles in Blickrichtung weg. Ein Riesenspaß, wenn man der Werfer ist. Den haben wir gerade eben gezogen. Och komm, Brudi. Bombio. Tornado, ziehe Gegnerblöcke und Sterne in den Wirbel und richte Schaden an, indem du sie fortschleuderst. Aber pass auf, dass dir dabei nicht schwindelig wird. Raumschiffturm. Gut, das hatten wir ja gerade eben schon. Den auch. Ja. Vundaria-Statue. Vundaria wurde nach einem Autoren benannt, der einst Geschichten über zwei, das Weltall bereisende Hunde schrieb. Geschichten, die sich großer Beliebtheit erfreuten und die Grundlage für den Vundaria-Vergnügungspark bildeten. Einem Ort, der groß und klein zum Träumen einlädt. Federina. Eins muss man Federina lassen. Ihre Angriffe sind wirklich bühnenreif. Doch allzu sehr sollte man sich von ihrer Darbietung nicht fesseln lassen. Sonst landet man ganz schnell in einem Tornado. Kämpfe sind für sie nicht viel mehr als eine Art Tanztraining. Also gib Acht, falls sie dich zum Tanzen auffordert. Fotowand. Geil. Saftbecher. Boot. Hamburger. Kirby Burger. Oh, ist das witzig. Portion Sushi. Sushi geht immer. Scarfy. Nee, die können gerne wegbleiben. Die sind nicht lecker. Rennflitzer.
Wundo und Wunda. Wundarias Gründer benannte die beiden Maskottchen nach seinen eigenen Hunden. Wundo und Wunda. In seinen Geschichten reisen die beiden Freunde gemeinsam durch den Kosmos und erleben dort so manches verrücktes Abenteuer. Hier haben wir wieder nur Takoyaki. Krabbe. Schwertgrobian. Auch der Schwertkoloss wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt befördert. Er kam kurz vor Kirby an und fand schnell Anschluss beim Bestienrudel. Obwohl er sich modisch angepasst hatte, sticht er doch etwas aus dem restlichen Rudel heraus. Aber dafür bewacht er seinen Posten umso wilder. Gut, Bora Kirby hatten wir schon. Lichtring. Autostopfertorte. Dosenlimo. Bremskugelblitz. Verglichen mit dem Bremskugelblitz kann der normale Kugelblitz einpacken. Denn diese Variante hält sogar die Zeit an. Damit werden flinke Feinde zu lahmen Schnecken. Ja, komm, gib mir die Klopf-Klopf-Nuss zum 100. Mal, Alter. Nagodil. Dieser robuste Schwimmer besitzt einen kräftigen Kiefer und lauert an der Wasseroberfläche auf Beute. Spezialpower haben gegen diese gepanzerten Gegner keine Chance, aber vielleicht kann Kirby mit dem Vollstopfmodus etwas gegen ihn ausrichten. Den haben wir gerade. Edler Entdecker. Woran erkennt man erfahrene Schützen? Selbstverständlich an ihren schicken Hüten. Mit den zwei Knarren lassen sich fix Salven abfeuern oder auch aufgeladene Schüsse. Fallnit. Listige Leopardin Tazandra. Bei ihrer ersten Begegnung im Vundaria-Zirkus fuhr Tazandra sofort ihre Krallen aus. Obwohl sie eigentlich dem Anführer des Bestienrudels untersteht, gab sie der Versuchung nach, selbst Jagd auf Kirby zu machen. Ihre Anmut und Schnelligkeit haben ihr im Rudel bereits viele Fans beschert. Den hatten wir schon, Grabor. Fugini hatten wir auch schon, den haben wir auch noch. Egal. Geist Gordo. Wutwild, den haben wir schon dreimal, ne? Bootsfahrender Ringstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passiert und kann sich nur noch mit Metallringen vollstopfen und zu einer gemütlichen Bootsfahrt antreten. Mit Hilfe ausgestoßener Luft treibt Kirby das Boot voran und lässt es in Gegner krachen. Selbst Wände halten den Wumms nicht stand. Fische haben wir jetzt auch schon dreimal. Das ist echt traurig. Zorniger Paradewagen auch, lel. Raumschiff Vundaria. Ja, der Becher Popcorn kommt auch nochmal reingeflattert. Weil, warum nicht? Maiskolben. Alter, wir sind hier echt lange am Machen, ne? Jetzt sind wir ja schon fast knapp am Ende der... Von dem grünen Portion Pommes. Die Pommes dürfen... Oh. Damit haben wir alle Figuren aus Serie 2. Perfekt. So, hier gehen wir gleich. Wir gucken nochmal. Einige Serie 2 ist auch komplett. Sehr nice. Jetzt fehlt noch Serie 3. Serie 3 ist auch groß und Serie 4 ist nicht mehr so groß. Und dann mal los. Serie 3. Da kostet uns schon eine so eine Trophäe 50 Münzen. Treppenstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nur noch mit Treppen vollstopfen. Mit ihrer Hilfe werden selbst schwer zu erreichende Orte zugänglich. Doch in der Not lassen sich auch Zweckentfremden und zum Plätten von Gegnern nutzen. Geil. Energy Drink. Automat. Hier werden wir jetzt erstmal wieder nur sehen. Ganz viel haben wir hier nicht. Eis. Kaffee. Kirby liebt Kaffee. Pacto. Milchtüte. Ja, nice. Milch, Alter. Tanzpartner-Bastelei. Brathähnchen. Oh, lecker. Omelette. So ein Omelette wäre jetzt auch was Feines. Die Milchtüte hatten wir doch vorhin. Den Automatenstopfer Kirby auch. Fleischkeule.
Königlicher Erzfeind, König DDD. König DDD traf kurz vor Kirby und seinen Freunden in der neuen Welt ein. Er scheint mit dem Bestienrudel gemeinsame Sache zu machen, aber muss er deshalb mit dem Waddledees so hart umspringen? Sein neuer Look ist inspiriert durch den Stil seiner neuen Freunde und erscheint stärker als je zuvor. So, dann haben wir hier nochmal einen Pudding. Elfilin Bastelei, die hatten wir aber leider schon. Wasserballonstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nur noch mit Wasser vollstopfen. Nach einem kräftigen Schluck aus seinem Wasserrohr spült Kirby verdreckte Wege frei und kann so sein Abenteuer fortsetzen. Selten hat sich ein Putzfimmel so bezahlt gemacht. Noddy. Das Brathähnchen hatten wir vorhin erst. Meta Knight haben wir schon. Gefangener Elfilin. Elfilin wurde von König DDD nach der Schlacht auf der Winterkuppe gefangen genommen. Anstelle von Elfilins fröhlichen Ratschlägen erfüllt nun bedrückende Stille die Luft. Ach, Kirby, sei nicht traurig. Treppen. Sehr gut. Wir haben zuerst Vollstopfer Treppen Kirby gekriegt, jetzt Treppen. Und jetzt Tempo Plus. Sehr geil. Hebebühnenstopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passiert und kann sich nur noch mit Hebebühnen vollstopfen. Gestreckt oder zusammengefaltet kann Kirby Items erreichen oder Angriffen ausweichen. Ist er gestreckt und spuckt die Hebebühne aus, erreicht er selbst hohe Plattformen. Kaffee hatten wir schon. Und ab hier wird es jetzt übrigens richtig teuer, deswegen habe ich auch gefarmt. Nibelnatter. Dieses gefräßige Reptil verputzt seine Gegner am Stück. Sobald es sein Opfer erspäht, geht es schlängelnd auf Verfolgungsjagd. Dank seines elastischen Körpers kann es selbst Dinge verschlucken, die auf den ersten Blick viel zu groß erscheinen. Moment mal, klingt irgendwie vertraut. Klingt irgendwie nach Kirby. Lehmblock. Wasserrohr. Mumbis. Jetzt kommen wieder ein paar Sachen rein, die wir noch nicht hatten. Blaupause. Mit diesen wertvollen Papierbögen kann Kirby seine Spezialpower entwickeln. Dazu benötigt er allerdings Hilfe vom Waddledee im Waffenladen. Mit Muskelschmalz und dem passenden Werkzeug verhilft er Kirby zu noch mehr Kampfkraft. Dieser Handwerker versteht was von seiner Arbeit. Ziffernring. Bogen, der ist zum Fliegen da. Schade, dass uns das nicht erklärt wird. Gefangene Elfilin hatten wir schon. Sternmünzhaufen ist jetzt auch neu in unserer Sammlung. Reisbällchen. Onigiri, Alter. Glaube ich. Lautsprecher. Pacto haben wir jetzt ein zweites Mal gezogen. Leider. Oh, da. Bogenstopfer Kirby. Kirby erhält Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte und kann sich nur noch mit Bögen vollstopfen. Diese Gestalt ermöglicht es ihm, durch die Lüfte zu gleiten. So gelangt er durch enge Passagen und kann mit einem Schraubangriff Gegner ausschalten. Na dann, guten Flug. Gut, da haben wir wieder den Lehmblock. Okay, jetzt kommen wir so langsam auch zum Ende beim Roten schon. Schneeskulptur. Ja, ziehen doppelt, Brudi, weißt du? Baguette. Entschuldigt, Leute. So, Lautsprecher. Giftiger Quaxicum. Dieser riesige Frosch ist vollständig mit ekligem und klebrigem Gift bedeckt. Sein schmieriger Überzug schützt ihn vor Angriffen jeglicher Art, kann aber mit etwas Wasser abgewaschen werden. Unter der Schicht verbirgt sich eine zarte, unverwundbare blaue Haut und das völlig ohne Kosmetik. KP Plus. Oh toll, König DDD, echt, den hatten wir schon. Urkläffi. Die Originis-Wüste gilt als Geburtsstätte des Bestienrudels und so ist es nicht verwunderlich, dass dort die ansässigen Kläffis noch viel wilder als ihre entfernt lebenden Cousins sind und auch in jeder Hinsicht gefährlicher. Ihre Vorfahren wären bestimmt stolz auf sie. Da wäre ich mir nicht so sicher, aber was soll's. Ja, komm, zieh alles doppelt, Kirby. Schlaf. Lass mich schlafen, bin müde. Nur noch eine Minute, bitte.
will noch ein Weilchen liegen und ein paar KP wiederherstellen. Ja, gut. Oh, Lautsprecher haben wir jetzt auch schon 1000 Mal gezogen. Bleistiftbohrer. Diese Bohrvariante taugt zwar nicht zum Schreiben, hat es dafür aber ganz schön in sich. Denn mit ihr kannst du aus dem Boden schnellen Bleistiftraketen abfeuern. Kann man machen. Eisbärt Eis hatten wir schon. Ja, komm, gib mir noch mehr Brathähnchen, Alter. Tanzpanzerbeste Gürteltor. Gürteltor ist ein begnadeter Tänzer. Solange er sich dabei im Kreis drehen kann, als nachtaktives Tier kann er prima im Dunkeln sehen. Obwohl er für seinen Boss etwas Wichtiges beschaffen soll, schleppt er nur Schrott an. Aber was genau war es noch gleich? Etwas Kleines und Schwebendes. Hier haben wir wieder nur Elfidin-Bastelei. Angriff plus. Die Blaupause hatten wir schon. Alter, uns gehen bald die Münzen aus, ne? Das ist nicht gut. Steak. Da hätte ich jetzt auch richtig Bock auf so ein leckeres Steak. Eiskegel. Eidechse. Rohr. Ach ja, Leute, was ich ganz vergessen habe, weil wir keinen gefunden Schokoeis am Stiel, weil wir keinen gefunden haben. Es gibt auch noch sogenannte geheime Hallräume. Die könnt ihr gerne mal suchen in den verschiedenen Leveln, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde sie nicht zeigen, weil es sind nur Ex-Räume mit ganz vielen Münzen drin. Glaube ich zumindest. Es gibt jetzt nicht großartig krasse Extras in diesen Räumen. Totempf. Den habe ich doch gerade eh... Ach, egal. Na komm. Nagel. Giftiger Quaxikum hatten wir gerade. Korori. Okay, wir haben alle verfügbaren Figuren aus Serie 3. Serie 3 ist jetzt auch komplett. Und jetzt fehlt nur noch Serie 4. 4 Figuren hiervon können wir noch nicht bekommen. Weil wir dafür das Ultimativ-Z-Turnier, glaube ich, komplett meistern müssen, ne? Und alle Filme im Waddle-Dee-Kino. Da fehlt uns aber halt noch eine Sequenz. Genau. Perfekt. So, dann ziehen wir mal. Hier kostet es uns nämlich schon 100 Münzen. Meta-Knight-Schwert. Das nicht zu unterschätzende Meta-Knight-Schwert. Springe während Schwertrutscher und greife an für ein Empor-Kalibur oder feuere bei vollen KP-Mondschüsse ab. Miau, miau, wach auf, Leo. Dank der Seelenfragmente, die Kirby und Tazandra gesammelt und ihrem Besitzer zurückgegeben haben, konnte sich Leopold von der Gedankenkontrolle durch IDF86 befreien und verwandelte sich zurück in Leo. Das Land ist wieder in guten Pfoten. Supertruck-Stopfer Kirby. Um beide Welten zu retten, muss Kirby auf den wohl beeindruckendsten Vollstoffmodus zurückgreifen und dabei den Mund so richtig voll nehmen. Na los, Kirby, es geht immerhin um deine und Elfilins Zukunft. Sause durch die Luft und bereite dich auf den alles entscheidenden Schlag vor. Tiefschlaf. Erstmal ab ins Bett und eine Runde schlafen. Wenn ich wieder wach bin, dann gibt's was auf die Schlafmütze. Ja, gut. Dann weiter. Invasive Art, Ultimo Verges, Larve. Kurz nach seiner Ankunft begann IDF86 mit dem Angriff auf die heimische Tierwelt. Nach ihrer Gefangennahme wurde die Kreatur von den Bewohnern der Welt als Testobjekt zur Erforschung neuer Technologie eingesetzt. Mit ihrer Hilfe brachen sie zu neuen Welten auf und ließen IDF86 in Stasis zurück. Den hatten wir gerade eben. Illusion Panzerbeste Gürteltor Phantom. Geformt aus psychischer Energie und modelliert nach spezifischen Erinnerungen des Originals, durchstreift dieser Phantom-Doppelgänger von Gürteltor auf ewig das Reich der Vergas-Träume, um nach Elfilin und Kirby zu suchen. Von seinem Tanztalent hat er immerhin nichts eingebüßt. Besessene Bestie, Vergas Leo. Nach seiner Niederlage floh das als Spezimen ID
Idee F86 bekannte Wesen das Reich der Wergesträume, um einen neuen Plan zu schmieden, eine Armee von Phantombestien aufzustellen und sich Leopolds Körper zu bemächtigen. Als Kirby ihm in die Quere kam, zeigte Idee F86 seine wahre Phantomgestalt. Illusion Erzfeind König DDD Phantom. Dieses DDD-Double wurde aus mächtiger psychischer Energie erschaffen und basiert auf Erinnerungen des Königs, der von IDF-86 manipuliert wurde und auf Leopolds Befehl Elfilin gefangen nahm. Es besitzt keinerlei Erinnerung an frühere Abenteuer mit Kirby und ist nicht mehr als eine seelenlose Hülle. Duell mit Meta Knight. Meta Knight traf kurz vor Kirby in der neuen Welt ein. Seine Erkundungen führten ihn bis in die verschneiten Norden, fand aber ein jähes Ende, als er den Stadtbewohnern zu Hilfe eilte. Nun hält er nahe des Kolosseums Wacht. Gegen Gorillos ist er übrigens schon 30 Mal angetreten und war stets siegreich. Sägezahn-Bumerang. Diese Bumerang-Variante verursacht mehr Schaden und hat eine höhere Reichweite. Die Klinge prallt auch von Wänden ab, also ziele gut, um sie weiter fliegen zu lassen. Illusion Leopardin Tazandra Phantom. Die echte Tazandra bat Kirby bei der Rettung von Leopold um Hilfe. Diese Phantomkatze hier ist bloß eine Illusion, entstanden aus negativen Gedanken und psychischer Energie. Schert sich diese Doppelgängerin nicht im geringsten um Leopold. Ihre Krallen aber sind genauso scharf wie die des Originals. Ja, hier kommen die ganz interessanten Figuren. Schlafende Bestie. Das Bestienrudel lebt inmitten der Überreste einer Zivilisation, die diese Welt schon lange verlassen hat. Vieles, das zurückgelassen wurde, ist den Tieren ein Rätsel. Doch einiges wissen sie zu schätzen. Meist Kleinigkeiten, wie den zarten Pinienduft, der dem Lieblingsschlafplatz dieses Kläffis entströmt. Gut, Tiefschlaf hatten wir schon. Invasive Art, Ultimo Verges. Gefangen in der Ewigkeitskapsel und unvollständig ohne Elfilin, fristete die invasive Art ein einsames Leben. Sie flüchtete sich in die Träume, die mächtige Wellen psychischer Energie in die Welt aussandten und Kontrolle über die Tierwelt übernahmen. Doch ein Ausbruch würde weit mehr Energie benötigen. Illusion Urerzfeind Verges DDD Phantom. Verges DDD wurde erschaffen, als Leopold dem bereits unter seiner Kontrolle stehenden König eine Maske gab, um dessen Geist noch weiter zu vernebeln. Die Aufgabe dieser Phantomkopie, die sogar noch stärker als das Original zu sein scheint, ist die Bewachung des Eingangs zum Labor Discoverer. Morpho Nightschwert. Ein Flattergeselle erschien vor dem finalen Kampf, um sein Urteil zu sprechen. Seine Waffe verleiht dem Träger neue Form und große Macht, genau nach Kirbys Geschmack. Supertruck. Das war mal eine der Figuren, die keinen Text hatten. Jetzt ziehen wir den zweimal hintereinander. Na, oh, das ist so geil, Alter. Abenteurer unter sich. Der Waddle, die Assistent und Elfilin legen gemeinsam mit Kirby ein Siegestänzchen hin. Als Tänzer macht Kirby eine gute Figur, doch seine Gesangsstimme setzt dieser Darbietung die Krone auf. Lass uns beim nächsten Mal gemeinsam mit ihm anstimmen. Wuhu, ganz große Klasse, Kirby. König der Bestien, Leopold. Dort sitzt er, der mächtige Befehlshaber des wilden Bestienrudels. Und doch ist er nur ein Handlanger eines Eindringlings aus den Sternen, der von ihm Nahrung. Waddle dies als Energiequelle und am wichtigsten das Aufspüren des verloren gegangenen Subspezimen IDF-87 verlangt. Gib mir den Supertrag ein drittes Mal. Flattertraumfresser Morpho Knight, der flattrige Unhold, der im finalen Kampf sein Urteil fällt, wurde von der isolierten Insel im Reich der Wergesträume angezogen. Dort labt er sich an den mächtigsten Seelen in Gestalt eines scharlachroten Ritters. Herausforderer erwartet der wohl erbitterste Kampf in dieser neuen Welt. Illusion Wutwedel Tropic Woods Phantom. Dieses Phantom in Gestalt von Tropic Woods ist dank der illusorischen Sonne im Reich der Wergesträume prächtig gediehen. Ob seine Kokosnüsse auch bloß Illusionen sind? Wie Illusionen wohl schmecken mögen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Illusion Bizeps Bestie, Gorillos Phantom. Diese illusionäre Bestie wurde aus mächtiger psychischer Energie in einem Reich der Träume erschaffen. Auch wenn es sich nur um ein Phantom aus negativen Gedanken handelt, steht es in Sachen Stärke dem Original im Nichts nach und hat einen ebenso großen Appetit auf fruchtige Snacks. Ja, Tiefschlaf haben wir jetzt zum dritten Mal.
Urerzfeind Vergas DDD. Der Bösewicht am Grund des Vulkans von Rothard entpuppt sich als König DDD. Schon wieder? Nachdem ihm Kirby die Maske entrissen hatte, kam er wieder zur Besinnung. Aber wieso entführte er Elfilin? Angeblich wurde DDD bereits kontrolliert, noch bevor ihm eine seltsame Bestie die Maske aufsetzte. Wilder Hammer. Dieser rustikale Hammer wurde aus einem sehr harten Stein gefertigt. Sein Gewicht verhindert schnelle Schläge, kann dafür aber selbst Böden aufbrechen. Geil. Oh ja, gib mir Tiefschlafen viertes Mal, weißt du? Lohnt sich richtig hart für uns hier. Rothart, Großbaukröte hatten wir schon. Kristallegel. Oh, wie hübsch. Autsch und spitz. Lässt du beim Rollen den Knopf los, feuerst du spitze Kristalle ab. Mit dieser Variante rollst du länger und hinterlässt eine Stachelspur. Den hatten wir ja schon vorhin gezogen. Nice. Ewige Rivalen. Die ewigen Rivalen vom Planeten Pop. So zumindest beschreibt König DDD das besondere Verhältnis zwischen ihm und Kirby. Umso enttäuschter war er, als er in der neuen Welt ohne Kirby eintraf. Bei ihrem Wiedersehen entpuppte sich der frühere freundliche Rivale DDD jedoch als wenig umgänglich. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen gucken, weil wir ja 4 nicht bekommen können. Gut, uns fehlen noch genau 3 Stück. Dann haben wir alle. Das sollten wir doch hinkriegen. Gut, den hatten wir schon. Ah, der Schatz des Entdeckers. Die neue Welt steckt voller Gefahren und Verlockungen. Wer seine Umgebung genauer erkundet und abgelegene Wege beschreitet, wird hin und wieder mit Schätzen belohnt. Wie viele Überraschungen sich wohl noch dort draußen verbergen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Weltraumentdecker, auf zu den Sternen oder besser auf zum Sieg, denn mit dieser Laserwaffe bist du perfekt gerüstet. Aufgeladene Schüsse fügen Zusatzschaden durch feurige Funken zu. Gut, den Supertruck-Stopfer Kirby hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Aha. Blizzard Eis. Setz dir eine hübsche Tiara aus Eis auf und werde zu einer klirrenden kalten Naturgewalt. Gleite elegant um Gegner und verpasse ihnen eine Salve frostiger Eiszapfen. Ja, wir haben jetzt alle. Perfekt. Damit sind wir hier vollständig. Ich habe 10.000 Münzen zu viel, ne? Gut. Das haben wir alles erledigt. Leute, wir werden uns dann im nächsten Part und wahrscheinlich letzten Part von Kirby genau an dieser Stelle wiedersehen. Der letzte Part könnte auch etwas länger werden. Ja, jetzt haben wir alle Figuren gesammelt. Also ich werde auch die Titel bei YouTube ändern. Das wird dann doch ein 100% LP werden. Ja, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kirby-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!